Heute die Eröffnung der Schule des Ungehorsams. Wie entstand die Idee? Was soll diese Schule vermitteln? Also die Idee entstand mittlerweile vor 6 Jahren eigentlich, aber das ist ein zufälliger Termin. Ich könnte sagen, alles, was ich bisher in meiner Arbeit gemacht habe, ist diese Schule des Ungehorsams. Es soll eine Plattform sein, die steht zwischen Kunst und Politik. Ja, so wie es auch in meinen Arbeiten der Fall ist. Es sind sehr künstlerische Cartoons, die ich zeichne, beschäftigen sich aber immer mit Themen, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Daher ist Politik eigentlich ein Begriff, der so mittlerweile schon einen etwas unangenehmen Beigeschmack hat, eine ganz wichtige Thematik, mit der sich die Menschen beschäftigen sollten, wenn sie die Gesellschaft gestalten wollen. Und dazu wollen wir motivieren. Was stört Sie momentan an der Gesellschaft, dass Sie sagen, es braucht so einen Ort, es braucht mehr Diskussion, es braucht eine Plattform für sowas. Was läuft schief momentan? Also was mich wirklich stark bewegt, das ist die ganz große Frage, ob die Menschen verstanden haben, dass unsere Demokratie, in der wir leben, ein sehr dünnes Eis ist. Dass es ein Pflänzchen ist, das man immer wieder gießen muss, sonst wird es irgendwann mal austrocknen. Und diese Gefahr besteht. Sie lebt davon, dass Menschen sich bewusst und mündig einbringen. Und dieses sich beteiligen ist das Wesen der Demokratie. Und das kommt meiner Meinung nach mittlerweile schon insofern zu kurz, dass ich den Eindruck habe, die Österreicher sehen es mittlerweile nach der letzten Wahl schon so, der Basti wird schon richten. Und das ist die ganz große Gefahr. Daher, wir motivieren dazu, bitte, mischt euch ein, schaut, wie das funktioniert, dieser Sozialstaat, den wir da leben, was können wir füreinander, was können wir miteinander tun und zieht daraus eure Konsequenzen. Und wenn ihr Künstler seid, ja, Musiker, Literaten, bildende Künstler, dann bitte heraus aus den Elfenbeintürmen und formuliert euch in einer Sprache, die andere Menschen auch verstehen können. Bleibt einfach, aber präzise in den Haltungen. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle miteinander notwendig haben, wenn es uns weiterhin so gut gehen soll, wie es heute geht. Zwei Punkte dieser Ausstellung, einmal Hadera und einmal Titanic. Wieso die Zusammenarbeit mit der Titanic? Was hat da den Ausschlag gegeben, dass Sie die ins Boot holen? Naja, mit Titanic, mit den Leuten, die das produzieren in Deutschland, bin ich seit Jahren befreundet. So ist das eine. Zum Zweiten bin ich im Augenblick erschüttert darüber, dass sie ein Cover gemacht haben, in dem sie eben unseren türkisen Hoffnungsträger als Baby-Hitler, glaube ich, bezeichnen. Und ich bin entrüstet, erschüttert und werde diese Frage heute denen stellen, wo bitte sind eure Grenzen? Wo sind die Grenzen der Satire? Und das genieße ich deswegen so, weil die Frage muss ich im Normalfall immer selber beantworten. Jetzt sind sie hier, zeigen ihre 30 besten Cartoons der letzten Jahre und ich glaube, das kann man sich auch hier in Österreich mal in Ruhe anschauen. Ihre Schule stößt auf sehr großes Interesse, fast 500 Leute heute hier, damit gerechnet. Wir haben es im Vorfeld geahnt, weil sich sehr viele Menschen angemeldet haben, das ist das eine. Das zweite ist, es geht hier nicht darum, Superlativen aufzustellen. Wir haben ein relativ kleines Lokal hier in Linz in der Tabakfabrik. Es ist klein, aber fein. Ja, wir schmeißen jetzt sozusagen ein Steinchen ins Wasser und schauen mal, welche Wellen das schlägt, welche Kreise es zieht. Und wir sind offen für ein Riesenprojekt, weil ich glaube, eine Schule des Ungehorsams, so wie es Konstantin Becker schon mal formuliert hat, sollte es in allen Ecken und Enden dieser Welt geben, nicht nur in Linz. Danke und alles Gute für die Schule. Ja, danke vielmals.